Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich möchte mich erstmal für diese Mikroqualität entschuldigen. Ich bin ja irgendwie auf dem Hotelzimmer unterwegs und ich habe leider mein Mikrofon nicht dabei. Ist auch nicht so schlimm. Das ist schon mal vorweg. Also ab morgen gibt es deutlich bessere Qualität, was das angeht. Aber egal, wir sind heute wieder mal auf Splitter und auf Herrschaft unterwegs mit der Parseval, ne? Mit welchem Flugzeug der auch sonst, ne? Ja. Das ist einfach mein Lieblingsträger, das brauche ich ja nicht tausendmal zu wiederholen, ne? Ist ja, glaube ich, ersichtlich, dass das mein Lieblingsträger ist. So, nichtsdestotrotz. Schwieriges Gefecht, würde ich mal sagen, ne? Zwei Zerstörer ist jetzt nicht so ganz schwierig, aber ja, viele Schlachtschiffe dabei. Ich hoffe mal, dass es ein paar dabei sind, die wir aufs Horn nehmen können. In letzter Zeit war das eher nicht so der Fall. Da bin ich meistens sehr schlecht ausgegangen, ne? Also was die AP-Bombe ausgeht, die sind da ja im Stillstand gewesen, hauptsächlich, ne? Die AP-Bomber waren komplett weg, die andersrum, die Torpedobomber waren komplett weg und die AP-Bomber standen dann nur so doof rum. Ist ja auch egal. Georgia und Roma. Nicht die einzige. Ja doch, links hinten aber auch noch da hinten. Ist machbar. Mit AP-Bomber können wir auf jeden Fall arbeiten heute. Aber ich würde mal gucken, dass wir erstmal hier den Zerstörer aufdecken, dass der da aufgedeckt wird. Eieiei, der braucht aber lange. Na, ach, da ist er, oder? Nee. Doch, da ist er. Hört, alles klar, versteckt sich da in der ganz kleinen Lot hinterm Felsen. So, gucken wir mal, was hier so unterwegs ist. Ah, fast sagen, greifen wir da hinten mal was an, aber ja, da ist was, da ist doch was. Da sehe ich doch was. Ah. Na, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Der wird bestimmt gleich vorwärts fahren. Ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Ja, ja. Na gut, dann machen wir es halt so. Da wird er da auf dem Niveau stehen. So. Hm, könnte auch ein bisschen zu weit nach links gezielt sein. Ah, gut, zwei haben getroffen. Sehr gut. Das ist doch schon mal gut. Hoffentlich treffe ich ihn jetzt. Ich habe aber nicht geguckt, was das jetzt für ein Zerstörer ist. Ah, das wird vielleicht nichts. Das wird vielleicht nichts. Scheiße. Naja, sagt man eigentlich nicht. So. Georgia und Roma, gut, die werden da erstmal beschäftigt. Ah, was ist denn da hinten unterwegs? Für eine Kolonne. Schauen wir doch mal. Ah, ja. Richelieu und Vanguard. Ah, gut. Da sollten wir erstmal von wegbleiben. Die Vanguard hat eine sehr starke Luftabwehr. Und die Richelieu, wenn sie richtig bestückt ist, dann kann ich mich auch von fern halten. Und mit beide zusammen wollen wir doch gar nicht aufhören. Ja. Georgia traut sich da was und die Roma ist auf dem Rückzug. Ja, gut, aber trotzdem können wir da nichts machen. Die Georgia ist zu heftig mit der Flugabwehr. Und dennoch die Roma dazu, die zwar eine geringe Distanz hat, aber schnell, sehr schnell Flugzeuge darunter holt. Auf der Distanz. Boah. Greifen doch erstmal hier drüben an. So. Komm hierher. Na komm, die Gneise 9 nehmen wir uns jetzt mal vor. Das sollten wir auch hinkriegen. Da sind ja unsere AP-Bomber ja wie gemacht für. Steuern wir erstmal da hinten hin, damit wir dann nicht von der Vanguard und der Richelieu überrannt werden. Ah. Sehr gut, komm her. Sehr gut, komm her, komm her. Und zack. So muss das doch sein. So will ich das doch haben.
Also mal aufgedeckt sind wir auch schon. Herzlichen Glückwunsch. So. Komm, noch einmal das Ganze. Zumindest ist es eine zweifache. Zumindest ist es eine zweifache. Nicht so wie eben eine dreifache. Schade. Schade, schade. Aber gut, man kann ja nicht immer treffen, ne? So, um den kümmern wir uns jetzt erstmal hier. Der sich da im Nebel einbunkert. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber wir werden ihn da schon irgendwo finden. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Sehr gut, hat unser Kreuzer ihn aufgeklärt. Ne? Der will doch mit Sicherheit unseren Kreuzer aufs Horn nehmen. Ah, komm. Okay, das wird wahrscheinlich eher weniger was. Ja, doch, einer hat getroffen, sehr gut. Zwei haben sogar getroffen, sehr schön. Noch besser, dann sollten wir ihn jetzt ja fertig machen. Zack. Ah. Zu kurz. Mist. Mist, Mist, Mist. Das wäre natürlich super gewesen, wäre der schon mal raus gewesen. Sieht ja nicht so gut. Ja, doch. Relativ ausgeglichen, aber wir haben ein weniger verloren. Heißt aber nichts. Heißt nichts. Es kann sich schnell ändern. Na komm her. Bevor du dann die Reichweite der Regie kommst und dein Flugabwehrfeuer kriegst, wird dein Gewalt auf die Regie drauf. Zack. Die rechnet damit jetzt nicht. Ach nee, Vanguard ist es. Mann, ich habe heute doch wieder Augen im Kopf, ey. Meine Güte. Mann, Mann, Mann. Vielleicht sollte ich auch mal die Cave mitnehmen. Auf so ein Tier 7 Gefecht. Hm. Aber der hat noch kein Tier 7. Na egal. Kann ich ja trotzdem mal mitnehmen. Wenn ihr das wollt. Und die Cave natürlich auch. Kann ja meinen Account mal zur Verfügung stellen, damit er da ein bisschen Erfahrung bekommt auf Tier 7. Wird ins kalte Wasser geschmissen. Naja, egal. Zurück zur Schlacht. Nehmen wir erstmal hier die Vanguard hoch. Die Gegner sind aus der Nähe zerstört. Ah, und die beiden Eier da jetzt gegenseitig rauchen wir herzlichen Glückwunsch. Aber die kriegt jetzt volle Kanne aus Fressbrett. Sehr schön. Dreifache Zieher wieder, sehr schön. Na komm her. Aber was eine einfache Zieher. Ich konnte es gerade eben nicht so schnell sehen. Ah, komm, lass so sitzen. Eieieiei. Das wird eng, Freunde. Das wird eng. Das wird ein bisschen eng. Wir müssen da jetzt zusehen, dass wir da alles aufbieten können, was wir haben. Sonst wird das gefährlich für uns. Ja, ihr seht schon. Wird wieder eng, Freunde. Wir liegen zwar noch mit einem in Führung, aber wenn die uns kriegen, dann wird das sehr schnell unangenehm für unser Team. Vor allem, wenn der Zerstörer dann noch weiter rumeiert. Aber gut, wir haben jetzt zwar auch noch einen Zerstörer. Ja, da ist er ja schon. Na komm her. Jetzt bist du aber raus. Mist. Aber jetzt. Na komm. Dich kriege ich heute noch. Nein. Ah doch, hat er noch getroffen. Sehr gut. Die Spitze hat er erwischt. Aber leider ist er nicht raus. Oh. Scheiße. Sagt man eigentlich nicht, aber egal. Egal, egal. Aber jetzt wäre es für die Vanguard, solange der sich da einnebelt. Können wir da sowieso nichts machen. Ach nee, der ist raus. Oh. Hab ich gar nicht jetzt gesehen oder gemerkt, dass er raus ist.
Das ist doch schon mal gut. Eine Gefahr weniger. Dann müssen wir die Vanguard nur noch hier rausbekommen, dann easy. Dann sollte es auch gewesen sein. Die Schlacht ist jetzt nahezu entschieden. Boah, sehr schön. Zweifacher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein. Udo hat's erwischt. Scheiße. Na komm, das bist du böse hier. Zack. Und. Kabum. Haha, das war eine dreifache Zieher diesmal. Komm, jetzt muss das doch hier hinhauen. Aber die Vanguard hat einen verdammt starken Heal. Das ist das Problem. Die müssen wir jetzt so gut wie möglich unter Feuer halten. Die müssen wir jetzt so gut wie möglich unter Feuer halten. Sonst wird das eng. Sie hat ja zwar keine Ahnung, wo wir sind. Zumindest in der groben Richtung. Weiß sie, aber. Ah, guck mal, Freunde, da hielt sie sich schon. Das geht wieder hoch. Nein. Scheiße. Aber vielleicht kriegen wir den Wassereinbruch bei ihr hin. Ja, HP brauchen wir, müssen es richten. Kein Wassereinbruch. Scheiße. Nur Großkaliber. Immerhin. So langsam wird es doch eng mit den Jägern. Fahren wir weiter durch am besten. Erstmal. Ich hoffe mal, dass das jetzt hinhaut. Komm schon. Eine schöne doppelte Zita nochmal und dann ist aus. Ende Gelände. Oder eine einfache Zita würde auch reichen. Ah, das sieht auch gut aus. Wunderbar. Zack. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Sehr gut. Sehr schön. Würde mal sagen, Freunde, das Gefecht ist gelaufen. Uiuiuiui. So, warten wir noch, bis der da hinten fertig ist. Und so, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr rüber. Also, Freunde, war mal wieder ein sehr schönes Gefecht. Siehst du, das ist auch schon zerstört. Also, Freunde, morgen mit etwas besserer Videoqualität wieder. Wir sehen uns morgen mit einer neuen Folge World of Warships mit einer etwas anderen Flugzeugträgergattung. Aber mehr dazu morgen, ne? Wie gesagt, reingehauen. Ciao, ciao. Thank you.